So, Leute, wir schauen mal, ob wir uns was freispielen können. Und zwar gibt es jetzt, Moment, jeweils den dritten Teil des Events und wir gehen jetzt in Meeresverteidiger und schauen uns das an. Als allererstes, weil die Punkte brauchen. Können wir ein paar Eroberungspunkte sammeln? Ich denke mal, wir müssen Sarah mitnehmen. For justice. Wir nehmen dann ihn. Er kann dann nämlich, wir können mit der Ferne seine Wasserschwerter verwenden, eventuell. Das ist so mein Plan. Aber wir haben den Kampf ja schon gemacht. In der Hauptquest. Deswegen kann ja nicht so schwer sein, hä? KT! Verteidigung. Los geht's. Hey! Witness the power of Gouwa. Rain outlaw. Flash. Oh, Sarah. No turning back. Schade, bin ich schlecht. Leave it all to me. Nur ein bisschen mehr geschafft. Strike. Holy crap, was ist das Schock? I must leave no stone unturned. Time to clean up. Clean up. Oh, da braucht man ein bisschen Movement Speed. Um aus diesem Wirbel zu kommen. Und das ein Weekly Boss wird, wäre ich so glücklich drüber. Das erschreckt mich so. Go! Rain outlines your fate. No, my sword. Let me weave you. Wiedersehen. Strike. Da passiert schon viel in dem Kampf. Das finde ich echt ganz cool. Leave it all to me. Someone needs assistance. Das ist auch auf Level 90. So, das einzige, was übrig ist. Hier nichts mehr. Yes. Ah, cool. Insgesamt dreimal müssen wir sie machen. Nicht getroffen werden wäre auch nicht schlecht. Ja, müssen sie dreimal machen. Auf alle Fälle. Wollen wir mal Multiplayer versuchen. Ich mache sie noch einmal. Überlege. War nicht gegen Wasser immun, oder? können wir auch doppelt Feuer spielen, zum Beispiel. Allow me. Glory to the Shogun. Quiver. Versuchen wir zu sehen, ihn direkt zu killen. Wenn das Spiel das zulässt. Ja, tut es. Okay, perfekt. Gut gemacht, Team. Oh. Let me weave you a verse. Huh? Oh. I'm the frying pan. It's the billowing surge. Definitiv davon getroffen.
your fate. Witness the power of Gugwa. Komm schon. Nein. Das war knapp. Ich wollte für Junglings Ulti fertig aktivieren sollen, aber danach wäre die umsonst halt am Spinnen gewesen. Sorry, Sarah. Sarah ist sehr squishy. Die braucht eigentlich ein Schild. Deswegen plane ich sie vielleicht mit Jungling zusammenzubringen. Konnte sie ausweichen? Ich glaube schon. Diesmal entkommst du nicht. Nein. Der Kampf ist cool. Ich will im Multiplayer spielen. Da ist halt Xingsha ziemlich schwach. Multiplayer muss schwer sein. Je nachdem, was man für einen Heiler hat. Manifest eternity. Ohne Heiler. Okay. Wir haben natürlich alles richtige Damage-Dealer. No turning back. Nein, wir haben Zhongli's S verloren.
Strike! Oh, ich hab mich treffen lassen. Nice. Gejumpt. Hu Tao. Hu Tao ist einfach gedodged. Kann tauschen. Ich werde diesmal heilen, damit die anderen leben. Da wird leider nicht niedriger. Nice, nice. Ich freue mich so sehr auf C6, Sarah. Das wird spaßig. Aber sie braucht unbedingt Heilung, weil wenn ich mich treffen lasse. Dann müssen sie 6-mal abschließen. Können wir schon. Ja, wir können schon Yun eine Konstellation geben. Ich habe lange überlegt, ob ich Yunjin nehme, weil ich sie nicht habe. Aber ich habe die drei auf C6. Und Chongyun spiele ich am meisten. Yanfei habe ich jetzt auch auf C6. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Als ihn zu nehmen. Ah, ich muss die Quest erst abschließen. Naja, okay. Die müssen auf jeden Fall kaufen. Nein, wir müssen immer noch. Okay, wir machen das jetzt zu Ende. Boah, die anderen sind Level 50 und 70. Aber wir haben eine Heilerin, das wird schon, wird schon. Oh mein Gott. Doppel-Krio. Was ist das? Das macht aber Spaß, die anderen zu sehen. Aber das Level ist so niedrig. Von denen zumindest. Barbara erhalte mich am Leben. Andere ist fast tot. Flash! Sakura Swirl! Damage ist viel niedriger. Was erwartet man? Wir haben sie gekillt, aber auf jeden Fall.
Bogenschützenalarm. Ich kann Ganyu leider nicht machen. Es sei denn, ich mache extra ein Dings auf sie. Süßes Team. Quiver. Der Bitch. Are you tired? Try my new spicy energy drink. I'm sure it'll wake you up. Shine down. Meine Herrin ist da. Und sogar beide rosa Blobs. Shogun und ich spielen im Wasser. Wir haben einen verloren. Das ist nicht so schlimm. Rex Lapis. I am sorry. Ito. Storm the front! Quiver! Higher, higher, hands on fire!
quiver. Catch me. Gar nicht brauchen. Ehrlich gesagt habe ich wegen einfach kein Geld mehr gehabt gerade. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? I guess this is warranted. It's beautiful outside, and you're here to see it with me. Wow, Ningguang. Oh mein Gott, sie sieht so viel besser aus. It's nothing. So, wie hübsch. Richtiger Fan bin ich. Mal ein Foto davon. So, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Episode und wir machen noch eine Episode mit dem Abschluss des Events und freue mich schon, das zu sehen. Ich habe heute Abend nur noch keine Zeit, deswegen würde ich jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns wahrscheinlich am nächsten Tag wieder. Bis dann.